Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andi. Wir spielen heute Weinbad. Das versenken wir, das Piratenschiff. Aua. Aber das kann ich auch, Junge. Gehen wir nicht am Senf. Da kriegt man natürlich ordentlich was dafür. Wir reparieren, aber dazu muss man stillstehen, sonst funktioniert das nicht. Aber das ist ja kein Problem. Auf hoher See, wie gesagt, das kostet dann ein bisschen, aber dafür sind wir wieder fit. Geht relativ zügig. So, wir sind fertig, das heißt, wir können wieder schippern. Rumpffarbe haben wir, jawohl. Aber rot ist ganz okay. Ich sehe hier zwei Sterne. Ich glaube, wir haben gelevelt, genau. Wir können jetzt was nehmen hier. Ich werde nehmen, was nehmen wir? Hoppala, das wollte ich gar nicht. Ich will zuerst mal schauen. So, die Kanonen. Wir nehmen gleich das, wo wir mehr Schaden machen. Jetzt bin ich da aus Versehen dagegen gedonnert. Das ist natürlich nicht gut, wenn ihr wo dagegen donnert. Kostet euch nur unnötig Ressourcen dann vom Reparieren. Also Leute, stehen bleiben, wenn ihr irgendwas guckt auf der Karte. Nicht so amateurhaft wie ich. So, wir helfen unseren Kumpel. Hier geht's gerade rund. Natürlich, dem müssen wir dringend helfen, sonst geht er nur drauf. So, haben wir geschafft. Nicht mit uns. Reparieren wir uns. Der repariert sich auch. Der ist schon Stufe 3 da. So, das nehmen wir alles mit. So, jetzt muss ich aber mal gucken hier, welchen Auftrag verfolgen wir eigentlich gerade. Spur, ist das der? Ja. So, wir sollen nach Norwalk das abliefern. Okay, werden wir tun. Schon wieder so ein Piratenschiff. Ey, ey, ey. So, den rammen wir. Schön rüberschießen, Jungs. Stehen bleiben ist kein Problem. So, den Hammer. Dann reparieren wir uns wieder schön. Ihr seht, es ist nicht unbedingt so leicht. Es sind viele Piraten da. Später könnt ihr Wachtürme und so ein Zeug bauen. Also ihr könnt euch schon ein bisschen absichern. Ihr könnt, was weiß ich, Leuchttürme bauen. Es gibt viele Möglichkeiten noch in diesem Spiel. Schon wieder ein Pirat. Oh, Stufe 3, Leute. Aber das hat super funktioniert hier. Das V, das macht richtig Damage hier. Der Kanonenhagel. Der ballert uns aber schön rein. Aber wir ihm auch. So, gleich haben wir ihn. Jawohl. Und wir reparieren uns wieder. Schon wieder ein Pirat. Ja, sag mal, ich wollte mich holen. Ich bin gerade fertig mit dem Reparieren. So, mal ein bisschen langsamer hier. Dass wir den hier versenken können. So, gleich ist er weg. Und wir haben ihn. Reparieren wir uns wieder. Ich hoffe, wir haben nur genug Holz. Ich guck mal, wie viel wir haben. Ja, das Holz geht uns gleich aus, Leute. Wir müssen Holz kaufen langsam. Schauen wir, ob wir hier Holz kriegen. Nein. Leider nicht. So, hier ist dieses Norwood. Das müssen wir jetzt einnehmen. Das ist so wie Capture the Flag. Einfach drinstehen. Und das einnehmen hier. Dann gehört es wieder uns. No, bleib stehen, Schiff. So. 5 Sterne haben wir, sehe ich gerade. So, was können wir uns noch geben?
So, mehr Damage, das nehmen wir auf jeden Fall. Das bringt uns sicher einiges. So, die Bude gehört uns hier. Da können wir dann schauen, Gerüchte, Aufträge und whatever. So, Auftragsstil. Einen Piraten jagen, das liebe ich eh. Das nehmen wir an. So, wir haben neue Segel und so weiter. Schauen wir in unser Lager. Rumpffarbe. Wo kann man das hin? Hier. Bin jetzt pink oder was? Oh, ist das grässlich. Nee, dann nehme ich lieber rot. Das Pink gehen wir gleich wieder mal raus. So, was ist das hier? Captain! Der ist besser wie der jetzige. Der jetzige ist ein Scherz. Ne? Der ist zwar sehr wendig und so, aber der, der ist genauer, hat Panzerung und so weiter. Diesem Captain werden wir bergen. Da kriegen wir XP drum. Das ist natürlich nützlich. So, die Segel. Schauen wir mal. Ja, das ist weit besser. So, die werden wir... Ah, die können wir nur über Bord werfen, okay. Was ist mit dem? Da kann ich es nicht runter. So, das können wir verkaufen, da kriegen wir Gold. Das mache ich auch. Die Segel kann ich nur über Bord werfen. Gut, das machen wir mal, weil das brauchen wir eh nicht. So. Dann schauen wir, welche Aufträge wir haben. Und gehen zum nächsten Auftrag. Wir verfolgen den hier. Wir sollen eine Ladung beschlagnahmen und dann abliefern. Oh! Scheiße! Jetzt bin ich auf Grund gelaufen, weil ich dachte, das ist Eis und wir können da durchschippern, aber das ist Sand. Da solltet ihr nicht reinschippern, das war ein Fehler von mir, sorry. Ja, aber die Linie geht auch so blöd da durch. Also ernsthaft. So, wir holen uns dieses Fass hier. Kriegen wir Ressourcen. Also an Aufträge mangelt es euch nicht. Es sind so Hohlbringaufträge, tötet den Piraten eigentlich nichts Besonderes. Aber ihr müsst heute euch irgendwie hochleveln. Und um das geht's hier. Ja, es wird halt immer schwieriger. Wie gesagt, ihr könnt auch leveln. Es ist auch ein Strategiespiel. Euer Schiff aufbessern ist euer Ziel hauptsächlich. Und ein großer Pirat zu werden. Oh. So, für das, dass du mich beschossen hast, kriegst du jetzt gleich mal eine auf dem Latz hier. Ah, ich kann schießen ja nicht. Oder er drückt zumindest. War ein schöner Treffer. So, wir haben ihn. Kriegen wir alle möglichen Ressourcen. Wir werden uns heilen. Ein Pirat weniger hier. Piraten haben ja nie was Gutes an sich. Die nerven nur. Da ist einer meiner Kumpels. Schickt Farben. Schicke Farben zur Kante. Oh, danke, danke. Das ist nicht mein Schiff, nochmal, es ist nur die gleiche Fraktion. Das heißt, die werden uns helfen und umgekehrt, wir sollten denen natürlich auch helfen, wenn sie in Not sind. Oder wenn sie was brauchen. Ne? Könnt sie natürlich auch ignorieren, wenn sie Hilfe brauchen, aber bringt euch nicht viel, weil er ist auf eurer Seite. Also wenn ihr ihm nicht hilft, hat es natürlich nicht so wirklich Sinn. So, nicht reinschippern da volle Wäsche, Leute, das ist natürlich auch Sinn und Sache. So, das Ziel aktualisiert. Dann schauen wir mal in unser Lager. So, das haben wir jetzt. Dann gucken wir, ob wir hier einen neuen Auftrag kriegen. Wir haben Fracht hier. Für Novarek, das nehmen wir. Und zwar versiegelte Brief. Untersuchen wir. Das geht gerade nicht. Gut, diese Briefe, das sind so eine Art Aufträge, die ihr nach und nach findet, beziehungsweise erledigen könnt oder auch nicht. So, wir werden das jetzt hier abliefern. Da müssen wir da entlang schippern. Schöne Gegend hier, jo, finde ich auch, finde ich auch, finde ich auch. Wie gesagt, es ist viel mit Reisen. Ich steuere gerade mit WASD. Kann man sonst nicht einstellen, glaube ich, die Tastatur.
So, diesmal werden wir nicht hier an Land wieder, weil die Linie hier, die ist sehr relativ. Also genau verfolgen solltet ihr sie nicht. Das habe ich vorher gemacht. Ist nicht so gut. Und immer die Kisten und Fässer mitnehmen, Leute. Das hat auf jeden Fall Vorteile. Rein rauszoomen ist nicht drin, das geht leider nicht. So, hier seht ihr, wie schnell ihr fahrt anscheinend. Okay, das kann man auch steuern, sehr gut. Dann geben wir jetzt mal Gas. So, wir sind in Saberwort. So, das haben wir abgegeben. XP kriegen wir, Auftrag erfüllt, alles klar. Dann schauen wir, was hier ist. Und Gerüchte. Leder aus Saberwort wirft in Illigrig einen schönen Profit ab. Okay, können wir uns das leisten, das Leder? Können wir. Das nehme ich gleich mal. Wieso kann ich das? Ah, okay, Lager. Ich kann nicht so viel Fracht mitnehmen. Nur eine Kiste. Aber wir sollen nach Ilga irgendwas. So, jetzt schauen wir auf der Karte mal, wo das ist. Ilga irgendwas. Wir sind jetzt hier. Und sollen da runter. Okay. Dann werden wir jetzt ein bisschen Kohle verdienen und schauen, was da unten für einen Auftrag gibt. Also ihr müsst ja nicht immer Aufträge machen, ihr könnt auch selber erkunden und so. Ne? Hier seht ihr, der Stern seid ihr. Wir müssen mal groß werden, leveln, Aufträge, XP kriegen und so weiter. Und dann können wir auf andere Maps gehen. Dann könnt ihr euch auch mit anderen Fraktionen anlegen. Ja? Hier bin ich ja neu alleine. Und wie gesagt, ja, müsst ihr mit der Zeit halt größer werden. Ne? Dazu müsst ihr Aufträge erledigen, wegen XP und so weiter und so weiter. So, nicht gegen die Sandsdünen da fahren, das ist ganz, ganz schlecht, das haben wir schon gelernt. So blöd waren wir am Anfang mal. So, Leertaste ist Stopp, also Anker werfen. Hier können wir das verkaufen, die Fracht. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben 2,57, jetzt ist die Frage, die nehmen Leder und zahlen 2,76, also da haben wir schon Gewinn gemacht. Zack, haben wir verkauft, das haben die, das wollen die haben, ne? Und das haben die zu viel, ja? Gerüchte gibt es keine, also wie ihr seht, ich weiß nicht, wo die Pelze dann hin soll, darum lasse ich das mal. Ich werde das jetzt mal untersuchen hier. Hier steht, gemäß dieser Bestellung braucht ein Kaufmann in Lynissos unbedingt Reis. Hat aber nicht das nötige Gold dafür. Das ist Pech. Er schlägt daher ein Tauschgefäß vor. Sind Sie daran interessiert? Okay, der will Reis haben und ich krieg eine gute Mannschaft. Jo, das geht, aber wo kriege ich Reis her? Das ist jetzt eine gute Frage. Okay, wir brauchen Reis. So, dann werden wir den erledigen hier. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Schipperei, Leute. Also, ihr werdet viel auf dem Meer verbringen. Hier unten sind irgendwie keine Piraten. Das werde ich mal als positiv ansehen. Oh, da ist eine Kiste. Die sollte man sich holen, ne? Weil da kriegen wir Ressourcen. Und weiter geht's Richtung Ziel. Ich finde es schade, dass man nicht rein- und rauszoomen kann. Das ist ein bisschen ungut. Aber okay, damit können wir leben. Oh, zwei Kisten gleich. Da schippe mal schnell hin. Jo, hübsches Wetter, ja. Nur Schnee und so, gell? Was ist denn bei dir hübsches Wetter, Mann?
Oh, die Kiste lasse, die ist direkt neben meiner Sanddüne. Sind da schon viele Schiffe hier drauf gegangen, so wie das hier ausschaut. Da fahren wir nicht über den Haufen, Mann. Einen versiegelten Brief haben wir wieder gefunden, also das findet ihr öfters. So, wir schippern hier weiter. So, da sind auch noch Kisten, die nehmen wir alle mit. Das bringt uns sicher was. Jawohl, da kriegen wir schön Ressourcen, dass wir Schiffe immer reparieren können, beziehungsweise mit dem anderen Zeug können wir sicher auch wieder was anfangen nachher. Wir müssen jetzt nicht jeder Kiste hinterherfahren, aber ich sag mal so, wenn es am Weg liegt, why not, ne? Warum denn nicht? So, wir sollen da rüber, ganz am Arsch der Welt sozusagen. Ich hoffe, das gibt jetzt eine gescheite Belohnung, dass es so weit segelt hier extra. So, bremsen. Das haben wir erledigt. Wie sieht's aus im Lager? Was habe ich hier? Mal drüber. Okay, wir müssen Reis brauchen wir. Wie sieht's hier aus? Reis haben wir hier keinen. Die brauchen Angeln. So, Pelze haben wir. Okay, Gerüchte gibt's leider keine. Wir könnten einen Auftrag, einen Piraten zur Strecke bringen. Das werden wir tun. Jawohl. Und dann verfolgen wir auch. Und los geht's. Das sind dann Piraten, die einen unserer Städte hier eben terrorisieren oder so. Oder sogar eingenommen haben vielleicht. Also das Spiel ist sehr dynamisch. Ja, es gibt euch dann den Auftrag, vernichtet ihn so auf die Art. Alter, du rammst mich, du Depp! Mann, die eigenen Leute, was sind das für ein Pfosten hier, ey? Ein besoffener Captain oder was? Der fährt doch zickzack. So. Ah, wir haben als Material nicht. Wir müssen den hier auf Spur legen. Dann funktioniert's. Lass mal diesen Captain finden. Diesen Piraten-Captain. Hallo Leute, meine Schiffskollegen sind es. Das Ganze hat ein bisschen was auch von der Grafik her von Banished, falls ihr das kennt. Aber das ist jetzt nichts Schlechtes, das ist total in Ordnung. Ist ein sehr chilliges und ruhiges Spiel, also ich kann es euch nur empfehlen. Es wird euch nicht nerven, gar nichts. Ihr schippert da gemütlich in der Südsee rum oder wo auch immer ihr seid. Natürlich müsst ihr hin und wieder ein bisschen fighten, so wie ich. Aber ich habe es auch kriegerisch eingestellt, also das war schon Absicht von mir. So, das Fass holen wir uns auch noch. Oh, da ist ein Pirat. Der will was von uns. Zack. Hier der eine. Oh, dann müssen wir aber gleich haben. Jawohl, so. Dann reparieren wir eine Runde. Wir wollen ja hier nicht drauf gehen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.